Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Es gibt was Neues von Haribo und das ist in meinem Kühlschrank. Tatsächlich. Haribo coole Kiste. Mit insgesamt 5 verschiedenen Eissorten als Fruchtgummi. Wie cool ist das denn? Und hier steht drauf, probiere uns auch gekühlt und deswegen habe ich die gleich mal in den Kühlschrank gepackt. Gerade bei dem heißen Wetter draußen. Es ist echt ein cooles Coolpack. Die gibt es aktuell bei Aldi Nord. Und da gibt es sie aktuell auch exklusiv. Die findet ihr vorne an der Kasse im Aufsteller. Die sind eigentlich nicht zu übersehen. Gibt sogar noch eine zweite Sorte, die werde ich euch auch bald vorstellen. Und das ist die Sorte Eisdiele und die ist sogar Veggie. Hier ist nicht Veggie oder Veggie, aber hier sind 5 verschiedene Geschmacksrichtungen, die es echt in sich haben. Wir haben hier Bubblegum. Zitrone Waldmeister, Melone, Limette, Limette, Orange und oh, zweimal Limette und Erdbeer, Zitrone. Sehen die nicht geil aus? Ich muss einfach mal die Tüte direkt aufreißen und dann schauen wir uns die mal in Großaufnahme an. Es ist übrigens eine 300 Gramm Tüte. Alter Falter. Frisch aus dem Kühlschrank, alle 5 Sorten mal für euch aufgetischt. Wir haben hier Zitrone Waldmeister, dann haben wir Erdbeerzitrone, Limette Orange, gefolgt von, nicht zu übersehen, Melone Limette und zu guter Letzt Bubblegum. Und die sehen sogar aus wie Eis am Stiel. Wie cool ist das denn? Und ich sag's euch, wenn man die Tüte aufmacht und dran riecht, es riecht fantastisch, ihr Lieben. Ich habe übrigens für die Weingummi unter 99 Cent bezahlt. Ich muss mir gerade überlegen, es müssten 89 Cent pro Tüte gewesen sein, was echt ein mega Schnäppchen ist. Los geht's mit Zitrone Waldmeister. Wir sind ganz schön groß, oder? Schmecken schon ein bisschen anders wie gewöhnliches Weingummi. Haribo ist ja dieses Jahr echt auf einen spannenden Geschmacksexperimentiertrip. Sind nicht ganz so krass gekühlt. Man kann wahrscheinlich noch mehr runterkühlen. Dann kommt dieser Effekt nach Wassereisgeschmack noch mehr durch. Jetzt geht's weiter mit Bubblegum. Oh Gott. Ich liebe Bubblegum. Diesen künstlichen Geschmack, wie damals das Bubblegum-Eis aus dem Freibad. Krasse Sorte! Schon lange nicht mehr so einen Geschmack von Haribo gehabt. Und was ist dieses Eis? Das war doch richtig Erdbeer-Zitrone. Zitrone doppelt sich ein bisschen, genauso wie die Limette. Deswegen beiße ich einfach mal die Erdbeere ab. Erdbeere. Erdbeere ist ein bisschen schwach. Da hätte ich mehr erwartet. Aber mal gucken, ob das. Oh, die Wassermelone, die so gut riecht. Ob die das wieder rausholen kann. Beziehungsweise Melone, Limette. Und yes, she can. Die schmeckt großartig. Zu guter Letzt haben wir noch den Flutschfinger. Limette Orange. Limette Orange. Sieht irgendwie gar nicht so aus nach Limette Orange, oder? Interessant. Beiß ich mal rein. Vielleicht schmeckt es ja nach Erdbeere, wer weiß. Aber. Also, wir haben hier 3 Sorten, die echt cool sind. Das sind Waldmeister, Bubblegum und Melone Limette. Erdbeerzitrone ist in Ordnung. Limette Orange schmeckt nicht wirklich so neu. Hätte ich was Krasseres erwartet, ein bisschen mehr Säure. Aber in Ordnung. So, 5 Sorten, 2 okay, 3 echt geil. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt die coole Kiste von mir. Danke für die Idee. Das mit dem aus dem Kühlschrank, das ist total genial. Bekommen die von mir
9 Wert hätte sie bekommen, wenn nur eine Sorte ein bisschen lame gewesen wäre. Sie bekommt aber gute 8 Punkte. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, die zu probieren, wenn ihr Bock drauf habt. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.